Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte mit euch hier in dem Video testen, wie lange es dauert und wirklich tatsächlich dauert, den Akku aufzuladen vom Xiaomi Mi 1S Elektroscooter. Eine Reichweite ist angegeben bis 30 Kilometern. Ich habe ja den Reichweitentest gemacht und bin 20,8 Kilometer gekommen. Danach war Sense, da ging nichts mehr weiter. Und dementsprechend leer ist der Akku. Er hat sich ein bisschen erholt. Ich bin gerade auf dem Hof noch ein paar Runden gefahren, bis wirklich gar nichts mehr ging. Ja, auch ohne Widerstand, wenn ich ihn dann hochgehoben habe, angeschoben habe und Gas gegeben habe. Auch da haben sich die oder hat sich das Vorderrad nicht mehr gedreht. Ich habe ihn jetzt einmal mit Bluetooth auch nochmal verbunden via App. Hier könnt ihr sehen, 3% Akkustatus sind noch angegeben. Aber wie gesagt, das reicht nicht mehr aus, um ihn jetzt anzurollern. Das reicht hier höchstens noch aus, um den Tacho anzuhaben oder auch hier das Licht noch einzuschalten. Mehr aber auch nicht. Fahren können wir damit nicht. Das heißt, er ist wirklich leer. Und wie machen wir das jetzt, dass wir das testen? Wir laden ihn und ich lege eine Stoppuhr direkt neben dem Ladegerät. Und wenn er grün anzeigt, ist er ja voll und wenn er rot anzeigt, dann befindet er sich im Ladebereich und wir können nachher genau sehen, wenn hier die Lampe von grün oder von rot auf grün umspringt, dann haben wir die Zeit daneben und dann wissen wir, wie lange es gedauert hat von voll auf leer. Das probieren wir jetzt einmal aus und dann habt ihr auch die tatsächliche Zeit, wie lange es dauert, den Elektroscooter einmal komplett aufzuladen. Wir legen jetzt los mit dem Vorgang. Ich stecke den Stecker ein. Und dann werden wir sofort die Stoppuhr starten. So. Und ja, es geht los. Top, die Wette gilt. Ich bin gespannt, wie lange es dauert. Und wenn die Uhr bzw. wenn die Lampe hier abspringt, dann ist die Uhrzeit ganz wichtig für uns. Und dann wissen wir, wie lange es genau gedauert hat. Ihr könnt es ja dann auf der Kamera sehen. Und ich werde das jetzt hier weiter im Zeitraffer aufnehmen.
So, der Akku ist wieder voll. Das hat 3 Stunden 55 Minuten gedauert. Ich mache ihn jetzt nochmal an, dass wir es hier mal auch nochmal mit Bluetooth verbinden können, dass ich euch hier am Handy dann auch den aktuellen Ladestatus von meinem Scooter zeigen kann, dass ihr auch seht, dass er jetzt wirklich komplett voll ist. Ihr habt ja auch gesehen, dass die Lampe von Rot auf Grün umgesprungen ist. Und jetzt zeige ich euch das hier nochmal, wenn er sich verbunden hat. So, jetzt muss er den Akkustatus noch einmal aktualisieren. Und hier könnt ihr es dann genau sehen, 100%, also voll in unter 4 Stunden. Das ist natürlich echt eine gute Leistung, wenn ich überlege, 4 Stunden laden und ja, ein bisschen mehr als 20 Kilometer mit weit kommen, finde ich starke Leistung, kann man nicht meckern. Und ja, ihr habt jetzt tatsächlich mal gemessen, die richtige Ladedauer. Ich habe das für euch abgefilmt und habe es dann mit 64-fach Zeitraffer ablaufen lassen, so dass ihr das halt auch dann komplett sehen konntet, dass da nicht irgendwie zwischendurch irgendwie was passiert ist. Am Ende sind es halt tatsächlich 3 Stunden 55 Minuten gewesen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und auch weitergeholfen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Abonniert doch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!